Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal Divine Design Manifestation. Ja, herzlich willkommen, ihr lieben Master Manifester. Und ich möchte heute in diesem Video mal über ein paar Erkenntnisse sprechen aus den 1:1 Gesprächen, die ich in letzter Zeit führen durfte. Und es ist immer wieder so wichtig zu erkennen, dass wir alle aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Wir sind alle aus dem gleichen Human Design, aus dem gleichen System konditioniert worden. Und die Basis und Grunderkenntnis ist, wir glauben alle tatsächlich immer noch, dass irgendetwas nicht gut ist mit uns, mit unserem Leben, mit unserer Welt, mit unseren Wünschen, mit unseren Ansichten. Und das ist das Hauptproblem, respektive der Haupttrenngrund, Hindernisgrund, dass wir glauben, wir sind von unserem Wunsch getrennt, wir sind von der Wunscherfüllung getrennt, wir sind von dem Zustand getrennt, in dem unsere Wünsche erfüllt sind. Und unser fantastisches Gehirn, unser Verstand, der hat ganz, ganz viele Gründe und ganz, ganz viele Geschichten und ganz, ganz viele Ansichten, warum diese Sache wahr ist. Und das ist genau der Prozess, der uns im Mangel hält, der uns immer wieder erzählt, dass das, was im Außen sichtbar ist, bedeutet, etwas ist mit mir noch nicht richtig, etwas ist noch falsch, etwas müsste noch anders sein, etwas müsste noch geändert werden, ich müsste noch wachsen, ich müsste noch lernen. Und dann, wenn all das erledigt ist, und dann komme ich in den erfüllten Wunsch. Und das ist ein Denken, eine Ansicht, ein Mindset aus dem menschlichen Design. Und dieses menschliche Design geht davon aus, dass ich Haut und Knochen bin und dass ich hier verankert bin als quasi Seele, ausgeliefert in einer Welt, die ihre eigene Meinung hat, ihre eigenen Ansichten hat und ich muss mich fügen. Und das ist eben weit gefehlt, weil die Wahrheit ist ja andersrum. Und das sagen alle Spirituellen, aber die wenigsten Menschen geben sich wirklich Mühe, das kompromisslos zu verstehen, was es bedeutet. Ich bin eine Seele in einem menschlichen Körper. Was ist denn eine Seele? Eine Seele ist eben ein Divine Design Mind, ein göttlicher Verstand, ein Denken aus der göttlichen Perspektive. Das ist meine Seele. Die wohnt in mir. Dieses Denken ist möglich für mich. Nur, ich muss es erkennen, dass es da ist, dass es schon immer da war, dass die Perfektion, nach der ich suche, nach die Wunscherfüllung, nach der ich suche, schon immer da war. Diese Energie, diese Realität, dieser Raum, diese Befindlichkeit ist immer schon zu meiner Verfügung gestanden. Nur ich habe mir so viele Geschichten und Ansichten hergenommen, um mir immer wieder einzureden, ja, jetzt ist es für mich noch nicht zur Verfügung. Und dann lese ich Quantensprünge. Menschen machen Quantensprünge. Ja, Menschen machen Quantensprünge. Weil sie von jetzt auf nachher plötzlich, klick, verstehen, dass sie nichts von dem, was einschränkend ist, was unterdrückend ist, was Bedingung bedeutet, was Voraussetzung bedeutet, was Zusammenhang bedeutet, glauben müssen. Und so einfach von jetzt auf nachher, quantensprungmäßig den einen Seinszustand zu verlassen, in einen anderen hineinzusteigen und dann darin zu sitzen. Ja, und das ist auch wieder das, was viele spirituelle Lehren sagen, ja, sitze in der Stille. Ja, sitze in der Stille, sitze in Frieden, sitze in der Zufriedenheit, sitze in der Erfüllung. Und da muss es nicht still sein. Da kann es großartig sein. Kann meine Gedanken Kabriolen drehen, mich in Ferrari in meine 100 Milliarden Villa fahren. Ich muss nicht still sein, die Stille. Die Stille muss einfach angekommen sein. Die Stille ist zufrieden. Die Stille ist Wissen, dass ich sicher bin, dass ich richtig bin, dass ich gut bin, egal was ich mache oder tue. Dass keine Bedingung dran gesetzt ist.
und dass ich alles Gute empfangen kann, zwar in Reichtum, in Überfluss, in Fülle. Und dafür muss ich im Prinzip nichts tun, aber ich muss etwas sein. Und wenn ich diese Person bin, in dieser Erfüllung, in diesem Wissen, in diesem Zustand, es ist alles erfüllt und erfüllt heißt eben auch in bester Ordnung. Es ist kein Drama, es ist kein Problem, es gibt kein Drama, es gibt kein Problem. Erfüllung ist mein Geburtsrecht, das bin ich. Dann tue ich Dinge, dann mache ich Handlungen, dann verkörpere ich mich, dann fahre ich zum Beispiel, wie ich jetzt hier an den See, weil es mir zu Hause so kalt ist. Dann mache ich solche Dinge, weil ich weiß, das ist alles für mich erfüllt. Das ist völlig in Ordnung. Und es macht keinen Unterschied. Meine Message kann ich auch hier teilen. Meine Videos für euch, die mir am Herzen liegen, um euch aufzuklären, in die Klarheit zu bringen, in euren Quantensprung zu ermächtigen. Euer Human Design Denken aufzubrechen und zu sagen, hey, du bist vollkommen in Ordnung, alles ist gut, du darfst haben und kannst haben, was du willst. Du hast keine Einschränkung außer dir im Kopf und dir dann beizubringen, wie du diese Einschränkung aus deinem Kopf, aus deinen Ansichten herausnimmst. Und das ist genau das, was ich in den 1:1 Gesprächen mache und natürlich auf lange Zeit in dieser Begleitung in meinen Masterminds, vor allem jetzt auch in Rising Up, das am 6.8. startet, und in diese Mastermind kannst du immer eintreten. Nur es wird irgendwann mal den Preis erreichen, den es wirklich verdient hat, weil es verändert dein Leben. Und wie hoch darf der Preis sein für eine lebensverändernde Mastermind? Ich meine, da ist kein Limit gesetzt. Und da geht es auch wieder darum, wie fühle ich mich wohl? Was habe ich das Gefühl, was angebracht ist? Was stimmt für mich? Und deswegen ist bei mir immer so, dass Preise ganz klein anfangen für die das verstanden haben, dass es so funktioniert, dass jeder einsteigen kann, egal in welchem Mindset und in welchen finanziellen Möglichkeiten er ist. Und dann kann er sich das überlegen und überlegen. Und dann kostet es halt mehr, aber es ist auch kein Problem. Jeder kann zu jedem Preis einsteigen. Es ist für jeden jederzeit alles möglich. Und es geht nicht darum, dass ich Leute haben will, die meinen, ich brauche das unbedingt für mich. Leute, ich will das unbedingt, weil das ist geil, das macht Spaß. Mir macht es Spaß, mich zu zeigen. Mir macht es Spaß, hier mich zu dokumentieren, auch in der Mastermind und etwas Neues für mich im Leben zu kreieren, wo ich der Hauptdarsteller bin und wo ich mein Walk of Fame gehe, anstatt meinen bekannten Walk of Shame, und wo mein Universum meine Hall of Fame ist und nicht mein bekannter Hall of Shame. Und genau das will ich für euch, deswegen mache ich die Videos, deswegen haben wir hier ein Gewinnspiel gehabt, deswegen melden sich Leute auch sonst für 1:1 Gespräche an. Nutze das, die Kapazität ist natürlich begrenzt und ja, trau dich einfach mit mir zu reden, weil ich bin einzig und allein nur die dir sagt, was bei dir noch vor sich geht. Weil, und das ist der Grund, warum du deine Träume, deine Wünsche noch nicht in Realität bringst. Und das kannst du ändern. Und das ist nicht peinlich, sondern wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt und wir sind alle genau gleich hier, um diese Divine Design Reise anzutreten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir bei meinem nächsten Video, das automatisch willkommen wird. Viel Spaß. Vergesst nicht, neues Gewinnspiel steht an bei 4.000. Abonnenten, teile, kommentiere, komm wirklich in meine Welt, in mein erfülltes Universum und mach dein eigenes erfülltes Universum. Das ist das Ziel, warum ich dir meine Videos mache. Bis bald! Und schon geht es weiter mit einer neuen Verlosung bei 4.000 Abonnenten. Verlose ich wieder ein 1:1 Coaching von 60 Minuten. Den Link zur Anmeldung findest du unter jedem Video. Melde dich gleich an, wenn du noch nicht angemeldet bist. Wenn du schon angemeldet bist, bleibe auf der Liste und du nimmst automatisch bei der nächsten Verlosung teil. Teile meinen Kanal, lass uns unser geilstes, kühnstes, unglaublichstes, extravagantes Leben generieren in Liebe, Fülle, Freude und Leichtigkeit, weil es möglich ist. Wir müssen nur unseren Kopf dahin bringen, dass er uns in dieser Identität
verankert. Let's do this!